So wie dann der Morgen angebrochen war, sind die Leute im Hause, denen das Gepolter, das laute Weinen und Jammern in der Nacht aufgefallen war, heraufgekommen und fanden uns bei der Leiche des Vaters. Nun ist Lärm entstanden, die Gendarmerie kam ins Haus und schleppte Olivier... Als den Mörder deines Vaters ins Gefängnis. Olivier ist kein Mörder. Leutnant de Grey nannte ihn so. Madeleine fügte nun die rührendste Schilderung von der Tugend, der Frömmigkeit und Treue ihres geliebten Olivier hinzu, wie er den Meister, als sei es sein eigener Vater, hoch in Ehren gehalten, wie dieser seine Liebe in vollem Maße erwiderte und ihn trotz seiner Armut zum Eidam erkoren. Die Scuderie, von Madelons Leiden auf das Tiefste gerührt und geneigt, den armen Olivier für unschuldig zu halten, zog Erkundigungen ein. Das Fräulein fand alles bestätigt, was Madelon über das häusliche Verhältnis des Meisters mit seinem Gesellen erzählte, und fasste schließlich den Entschluss, den jungen Menschen zu retten, koste es, was es wolle.